15. April. Wir stehen im Saarland und in Luttweiler, das ist an der französischen Grenze. Hier ist ein Haus, das gibt es bald nicht mehr, oder? Ja, genau, das wird heute abgerissen. Ja, guten Morgen, Sven. Ja, guten Morgen, stell dich mal vor. Ja, Patrick Theobald von der Gebrüder Theobald GmbH. Und das ist das Haus, das wir heute abreißen werden. Ja, ein Haus, was einen Besitzer hatte, der, ich sag mal, jetzt wahrscheinlich zugucken wird, ja, wenn er noch da ist. Und wir gehen mal kurz rein, schauen uns das Haus noch von innen an. Das Haus ein bisschen schief, oder? Ja, das stimmt schon. Deswegen wird es ja auch abgerissen. So, hier sieht's aus. Ich sag mal, so könnte man ja noch sagen, naja, bis auf da vorne das Loch, was drin ist. Wieso ist das Loch drin? Das Loch war drin, für die Abfälle rauszuschaffen. Okay, das heißt, ihr habt es erstmal komplett entkernt. Was ist da für Vorbereitungen jetzt mal, die man nicht sieht? Ja, da muss alles raus an Stoffe, die nicht in den Bauschutt gehören, wie Plastikmüll, Holz, die Türen, die Türrahmen, die Dielenböden. Man wird jetzt gleich sehen, dass nicht mehr viel übrig ist. So. Ich zeig's mal gerade hier vorne. Das Ganze ist natürlich sehr gefährlich. Deswegen haben wir alle Helme auf, Baustelle und so weiter. Überall kann Nagel im Boden sein. Von der anderen Seite können wir noch rein. Ja? Das machen wir gleich mal. Ich zeig mal gerade hier hinten. Das ist, ich sag mal, euer täglich Brot. Das geht in die Dutzende, die ihr hier abreißt. Oder? Ja, das ist ein Betätigungsfeld unserer Firma, genau. So, ihr macht kaputt. So, so sieht es im Moment aus. Hinten, das ist euer Gerät? Das ist ein Cutbagger, Caterpillar 330, neueste Generation. Sieht so harmlos aus, aber ich nehme an, da vorne die Zange kann ein bisschen was, oder? Ja, das werden wir gleich sehen, dass die was kann. So, wer sitzt drin im Bagger? Das ist Stefan, unser Baggerfahrer. Hallo. So, der Stefan, ich brauche dich mal ganz kurz, bitte. Dass wir dich mal gerade vorstellen, die Helden des Alltags so ein bisschen, ne? Ja, genau. Ihr habt ein riesen Team, wie viele Leute? 20 zurzeit. Krass, und das sind alles Profis, oder? Das sind Profis, ja. Hallo Stefan. Hallo. So, ich komme mal kurz zu dir. Da vorne, da ist so ein Gitter dran. Das hat schon Sinn, oder? Das hat schon Sinn, genau. Ja. Das schützt die Scheibe und mich. So, ist das schön, Baggerfahren? Das ist super, jawohl. Warum? Ist abwechslungsreich, ne? Aber hier jetzt mal so ein Haus abzureißen, das geht ja relativ schnell im Vergleich zu dem, wie es aufgebaut wurde, oder? Es geht relativ schnell, aber geht halt nicht in einer Stunde, bis alles sortiert ist, das dauert. Ne? So, jetzt ist das Coole, es gibt einiges zu beachten. Es darf nicht so viel Bauschutt auf die Straße fallen, wenn überhaupt. Am besten gar nichts, oder? Ich arbeite gegen die Statik. Das heißt, ich schwäche die Statik, nutze die Schwäche und bringe das Haus halt dahin, wo ich es hinhaben will. Es ist nicht deine Aufgabe, jetzt eine Wand zum Beispiel zu nehmen, die irgendwo anders hinzubringen, sondern es soll einfallen? Oder was ist deine Aufgabe? Der sichere Rückbau ist meine Aufgabe. Was heißt das ungefähr? Das heißt, jetzt ist das Haus ja Stein auf Stein, oder? Das ist Stein auf Stein, das sind Trägerkonstruktionen, das sind Balkenkonstruktionen und die halt zu schwächen und halt so, dass in die richtige Richtung zusammenfällt, genau. Zusammenfällt? Genau. Ist das genial, ja. Das ist so, ich habe früher mal Lego als Kind gespielt, das kennst du ja, aufbauen ist ja schön, aber kaputt machen, das hat mein Bruder immer gemacht. Ja. Okay. Ist so. So, ja, 15. April, es geht mit den Temperaturen, das ist harmlos? Das geht, genau. Das geht. Heizung bei dir? Heizung, Klima, alles da, genau. Heizung, Klima, alles da. Ja, ein, zwei Daten zum Bagger. Wie schwer ist das Ding ungefähr? Der hat ein Grundgewicht von 30 Tonnen mit Panzerung, mit Abbruchschutz, mit Anbaugerät 36 Tonnen. 36 Tonnen. Ja, vielen Dank. Ja, bis gleich. Und wir gehen mal kurz rein. Ich zeig's gerade mal hier vorne. Fenster, ein Teil der Fenster sind noch drin. Aber ich sag mal so Sachen wie zum Beispiel Heizung, die hängt natürlich nicht mal am Strom des Hauses. Nee, das ist alles getrennt, ne? Die Versorgungsleitungen sind getrennt, das muss im Vorfeld schon gemacht werden. Gas auch? Gas auch. Ne? Gas auch. So, hier vorne sieht man auch, also das Haus hat ein bisschen gearbeitet. Hier ist ein Teil vom Putz schon weg und anschließend, wenn das Haus denn liegt, was ist denn eure Aufgabe? Ihr müsst wahrscheinlich da mit LKWs und so weiter Bauschutt wegbringen, oder? Der Bauschutt, wenn es abgerissen wird, wird abgefahren und dann recycelt. Ne? Recycelt. So, jetzt gucke ich mal gerade. Wir sind am Hang. So sieht es von der Seite aus. Ja, ich sag mal, ein relativ kleines Objekt für euch, oder? Ja, das ist jetzt nichts Besonderes. Ne? Das war jetzt nicht wertend gemeint für den... Vorbesitzer. So, hier vorne sieht man das schon mal. Hier hat man noch mal Balken. Hier sind die Zwischendecken sind alle entfernt. Türen sind schon raus.
guck mal gerade hier vorne rein. Das ist da. Oh ja, du kannst durchgucken. Ja. Ist alles entfernt. Viele Böden, die Zwischenböden. Das Dach ist drauf. Das Gewicht vom Haus, was denkst du, was wiegt so ein Haus? Boah, schwer zu sagen. Mehrere hundert Tonnen? Ja, nee, nicht ganz. Denke ich nicht. 50 vielleicht. 50 Tonnen. Boah, ist so friedlich heute Morgen, oder? Die Vögel zwitschern. Ja, schön ruhig. Noch. So, was ist noch? Was können wir uns noch angucken? Keller, was ist damit? Ja, der Keller wird auch ausgebaut. Der wird näher verfüllt. Ja? Der wird verfüllt, der Keller? Der wird verfüllt, ja. Okay, das kostet runter. Die Wände kommen alles raus und das Loch wird dann im Prinzip verfüllt. Also das heißt, für euch Aufgabe jetzt ebenerdig zu machen, oder? Ebenerdig, ja. Genau. Gut, hier vorne ist noch eine Treppe. Das heißt, ich gehe mal kurz hier vorne rein, dann blickt man da mal durch. Da ist schon ein Loch rein, das ist für den Bauschutz, habt ihr das auch gemacht? Ja? Bitte? Das Loch hier vorne, was drin ist? Ja, das haben wir gemacht, für die Abfälle rauszubringen. Ja gut, du musst auf nichts mehr Rücksicht nehmen, oder? Ja, ja. Boah, ist das krass. Das heißt aber auch Arbeitsschutz hier, kann immer was passieren, wenn da mal irgendwas runterfällt oder ja, so. Ja, man muss schon aufpassen, aber die Leute, die das machen, sind schon Profis. Ne? Gut, ey, pass auf. War das schon jahrelang. Hey, mal ganz kurz, ich ziehe mal meinen Weitwinkel mal ganz auf, dass wir das haben. Ja, cool. Komm, wir gehen mal raus. Der Kollege freut sich schon. Dann kann es losgehen. Ja, du hast gesagt, 7 Uhr. Ich war um 10 nach da. Ganze Baustelle stand. Das kannst du gar nicht bezahlen für Geld. Warte, ich zeig mal gerade das Bad hier vorne. Er drückt ein Auge zu. So, und da oben sieht man, also hier war das Bad im Anbau drin. Das war aber ein Bad, genau. Ja. Da sieht man, dass alles relativ alt war. Gut, aber hier war schon ganz lange keiner mehr drin, oder? Das genau, steht schon sehr lange leer. Steht schon sehr lange leer. Gut, auf geht's. Dann werden wir mal sicheren Abstand halten. Du hast zu mir natürlich einen interessanten Tipp gegeben, den brauchst du deinen Leuten nicht mehr zu geben. Aus dem Schwenkbereich des Baggers raushalten oder vorher signalisieren? Schwenkbereich vom Bagger darf gar keiner stehen. Wir haben jetzt nur hier. Holz kommen wir daher, hat er gesagt. Ah, nee, der Holzcontainer kommt nochmal dahin, wo der alte Holzcontainer war, der ist voll. Der wird jetzt getauscht. Und weil das Dach gebälgt, das fällt schon einiges an Holz nochmal an. So, wo soll man es hinstellen am besten? Wir stellen sie außen hin. Außen, warte mal, dann gehe ich mal da vorne hin. Das mache ich aber doch ein bisschen. Das nenne ich ja mal einen Container, oder? Ja, der tauscht jetzt den Holzcontainer, der ist voll. Okay. Bringt einen neuen Container. Da werden dann das ganze Dachgebälk, die Zwischenbalken, das kommt dann alles in den Holzcontainer. Ne? Muss halt nochmal aus dem Bauschutt aussortiert werden, das Holz. So, da vorne, ihr habt Wasser, habt ihr wahrscheinlich, damit es nicht so staubt. Das ist Staubentwicklung. Ne? Wird schon Staubentwicklung geben und deswegen wird Zielschlauch hinten angeschlossen an der Wasserleitung und dann kann man die Staubentwicklung etwas minimieren. Gut, du hast ein Funkgerät oder wie läuft das? Hast du ein Funkgerät für ihn? Nee, nee. Er weiß das so. Das ist, bei so einem kleinen Objekt braucht er das nicht. Ne? Aber das gibt's schon, ne? Dass er mit Headset auf Anweisung, wenn er nichts sieht. Ne? Gut, das heißt, ihr habt wahrscheinlich so Zeichen wie bei Miami Vice, wo er denn. Genau. Wir müssen jetzt gleich ein bisschen, solange das Dach abgerissen wird, muss man halt auf die Straße etwas achten. Okay. Bis wir halt so wenig unter Dachkante sind und dann kann eigentlich nichts mehr passieren. Boah, hier geht's ja wie ein Taubenschlag, oder? So, jetzt wird spannend. Es wird gespritzt. Ist jetzt so mit dem Bagger, der könnte jetzt auch im Prinzip dahinter fahren. Der hat ja Ketten, der kommt überall hin, oder? Ja, der kommt überall hin. Ja. Radbagger jetzt so beim Abriss ist halt schlecht für die Reifen. Ne? Auch schon Kettenbagger. Ne? So, Dachrinne. Dachrinne, Schrott, aussortiert.
ist oft so, wenn ihr sowas habt, ihr müsst manchmal schon mal prüfen. Ist da jetzt irgend so ein Baustoff belastet, oder? Ja, das wird vorher eine Analyse gemacht, bevor das weggefahren wird. Und in dem Fall aber ist nichts belastet. Die ganze gefährliche Stoffe. Die gefährlichen Stoffe sind alle schon ausgebaut. Ja? Jetzt sieht man schon mal die Kraft von dem Teil, oder? Ja, ja. Wir könnten mal ein Stückchen rüber gehen, geht das? Ja, ja, klar. Der nächste Container kommt. Boah, wenn du da einmal kurz nicht hinguckst, ja. Ja, da geht's relativ flott. So, es ist ja jetzt noch ein kleiner. Ihr habt unglaublich viele Maschinen. Habt ihr auch so eine Kugel? So eine coole wie irgendwie ja, in Amerika? Haben wir nicht, aber der Bereich, wo wir abreißen, geht eigentlich immer so eine Packe. Im Zweifel nehme ich an, kennst du jemanden, der eine Kugel hat, oder? Ja, auf jeden Fall. Was total klasse ist, ihr habt so eine Maschine, die ist ziemlich lang. Da kannst du vorne irgendwie Beton reinmachen, der knackt den, oder? Ja, ja. Gibt es eine Betonzacke für drauf. Sieht aus dann wie ein Dinosaurier. Und der ist dann halt für Beton, wenn es mal mit dem Sortierkeifer nicht geht. Ja? Ah, jetzt zieht ein Balken raus. Zieht jetzt Balken raus, genau. Schon Gefühl haben, ne? Das ist aber so, als hätte er so ein Mikado-Stäbchen in der Hand. Er hat eben gesagt, er will das Bauwerk schwächen. Ja. Was heißt das? Das heißt, er nimmt das Bauwerk schwächen, damit das Dach einstürzt, nach innen. Ja? Okay, wir gehen noch mal ein kleines Stück jetzt, wenn wir nicht darf, hier hoch. Ja, für mich ist das ja was Neues. Nee, für uns nicht. Ist das manchmal, dass da einem schon so ein kleines bisschen weh ums Herz wird? Ja, es gab schon Häuser, die waren schon wesentlich besser. Ne? Die Leute über den Bauplatz wollten. Es waren schon Häuser dabei, die waren noch wesentlich neuer und besser im Schuss. Es sieht auch meistens so aus, oder? Ja, das heißt, es ist oft ja billiger abzureisen. Ja, das stimmt. Abriss nicht ganz billig, muss man sagen, hier von so einem Haus, oder? Ja, das hält sich noch in Grenzen. Ne? Geht relativ flott. Also Entkernung war jetzt 4 Tage komplett. 3 Leute. So, Bagger braucht jetzt, heute Abend ist das Geschichte hier. Echt? Platt? Ja, ja, komplett. Das ist aber krass, was sich da getan hat mit der Technik, oder? Ja, ja. Halt der hintere Teil abgeräumt,
Dann muss er gucken, dass das vordere Dach dann nach innen fällt. Okay? Komm, wir gehen noch einen Meter da hoch. Ist ja wunderschönes Wetter für so einen Job, aber das hier ist Glück, oder? Ja, heute ist mal schön. Ja? Es war etwas kalt, aber die Sonne kommt schon raus. Ja, wie lange bist du schon dabei in dem Job? Zeit deines Lebens? Bitte? Zeit deines Lebens in dem Job? Ja, eigentlich schon. Ja. Also immer irgendwas mit Bau zu tun gehabt, aber Abbruch ist nochmal was Besonderes. Ja, was stark, Spaß. Was stark ist bei euch ist, ihr seid schnell, ihr werdet oft gerufen. Das war jetzt hier nicht so, aber ich sag mal, wenn es mal heißt, mach mal eben schnell Platz. Und ist das wirklich so? Ganz oft? Gibt's auch. Ne? Gab schon Notmaßnahmen, wo Häuser einsturzgefährdet waren. War in St. Ingbert mal in der Innenstadt. Und dann mussten wir samstags ganz schnell das Haus abreißen. Wie für die Leute umherum ist das dann noch spannender? Hier geht's ja, da ist ja immer viel drumherum. Ja? Es wackelt aber schon. Klar, ne? Ja. Deshalb halt auch das Wasser in der Staubentwicklung. Das ist halt normal in der Branche. So, wenn jetzt Winter wäre, minus 10 Grad, genauso. Das ist genauso, ja, natürlich. Was man dann halt aufpassen muss, mit der Straße. Ne? Boah, jetzt wird's gefährlich. Das sieht nur so aus. Ne? Ja. Er hat eben erzählt, er hat eine Panzerung am Bagger. Die ist schon ausgeprägt. Ich zeig mal gerade so ein kleines Detail. Er hat hinten am Bagger hat er eine Filmfigur drauf. Ja, ja. Das war, wie der Packer neu war, war ein Kratzer und dann hat der Stefan den Bud Spencer drauf gemacht. Bud Spencer? Wie geil. Der ist schon tot, gell? Ja, ja. Glaube ich, gestorben. So, jetzt hat er gehupt. Was war? Er weiterfährt. Okay. Dass er weiterfährt. Hier vorne schaulustig hast du immer wieder, oder? Ja, ja, klar. Ah, das ist ein spannender Balken, der da. Ja, das war tragender, ne? Das hält sich im Moment noch selbst. Aber nicht mehr lang. Ja, cool ist der. Es geht natürlich hin, sortiert alles direkt. Ja, ja. Ihr wollt ja effizient arbeiten. Ja. Ich komme mir vor wie beim Rosenmontagszug, die Kommentatoren. Kennst du das? Ja. Die hier sitzen. Und jetzt kommen die Funke mal riechen. Genau. Ja, Stein auf Stein. Es wird ja im Moment ganz viel mit Fertigbeton gearbeitet, mit so Platten und so. Genau. Das heißt, das habt ihr jetzt selten oder kommt das auch schon mal vor? Ja, das kommt schon auch vor. Dann ist halt der Betonknacker dran. Ne, das geht dann mit dem Sortiergreifer nicht mehr. Ne? Mauerwerk sieht man ja, das ist gar kein Problem. Ich traue mich gar nicht irgendwie wegzuschwenken, weil es könnte jeden Moment passieren. Er nimmt sich jetzt so einen Zahnstocher. Genau. Ist das geil. Aber man sieht es jetzt ein bisschen schlecht, weil es dahinter ist. Aber er hat sich den so aufgenommen. Es gibt auch so Wettbewerb. Anfahren. Ja. Und hat aber das Stück jetzt nach innen gedrückt. Er kann ja theoretisch hingehen, Zentimeter genau arbeiten, oder? Ja, absolut. Er hat der Power. Guck dir das mal an. Als wäre da nichts.
Also liebe Fernsehzuschauer, wenn ihr euch das in voller Qualität anschauen wollt, geht auf YouTube. Da könnt ihr das Video in 4K sehen, also in Ultra HD. Denn... So, ich gehe mal ganz kurz einen halben Zentimeter rüber. Ah, jetzt siehst du den Staub auch, ja. Ja, ja. Weil jetzt ungeheuer viel Mauerwerk, was er da innen gedrückt hat. Und dann wird die Staubentwicklung natürlich etwas größer. Der Boden aus Holz. Naja, das sind die Holzbalken, die wir eben gesehen haben. Okay. Liegt er jetzt erstmal frei. Guck mal da, ich nehme an, das Gewicht von den Balken bestimmt so 300 Kilo. 300 Kilo bestimmt. Ja. Krass, der zieht. Hast du gesehen? Da macht's knack und er zieht das raus. Das heißt, der muss ja unglaublich viel Power haben, oder? Ja, ja. Wenn ich hier so. Das ist der Rest vom Balken, ne? Mann. Meter vor. Jetzt haben wir's. Trick 17. Ja, bin ich etwas umgestellt. So, jetzt haben wir natürlich die Sicht. Ja, es geht. Da ist das Licht aber perfekt bestellt für den Dreh hier. Ja, ja. Wir haben 7:30 jetzt und wir sind ja noch im Frühling 2021. Ihr hattet jetzt auch in der Zeit hier hattet ihr immer zu tun, ne? Ja, ja, natürlich. Und noch einen Schritt hoch. Ich glaube, jetzt wird es sich schon fast lohnen, dass wir mal auf die Straße gehen, oder? Ja, ja, ja. Wolfgang und Michael, die schon tut ein bisschen absichern. Ne? Und die Straße, das. Ja. Komm, wir gehen mal runter. Ja. Denn. Knack. Vorher gedacht, ist jetzt gleich Geschichte. So, gehen wir mal kurz hier rum für euch. Ich hab's drauf. Jo, das war's doch. Ja? Boah! Mal kurz warten. Aber wir gehen mal kurz aus der Wolke raus.
Ja, die Leute in China haben das jeden Tag. Die brauchen keinen Baustoff. Ja, genau. Smog. Ja, das verzieht sich gleich. Ja, aber dank. Kräftig Wasser und dann ist gleich weg. Ja. So war jetzt halt das Dach auf einmal. Ich hab's drauf, komplett gehabt. Stromanschluss. So, jetzt haben wir schon Cabrio. Ja, Dach weg. Bloß eigentlich die erste Etage weg. Interessant, wie viele Häuser das schon ist jetzt. Naja, dann haben wir jetzt eine halbe Stunde. Ja, ich komme auf die Uhr, 27 Minuten. Ja. Gibt es schon mal so wilde Sachen, die ihr findet in so einem Haus, so ein Geheimversteck? Ja, da gab es schon ein paar Sachen, aber so Geheimverstecke nicht, aber schon besondere Sachen haben wir schon gefunden. Man macht so auf, sind irgendwie 7 Bitcoins drin. Ja, dann ist jetzt ein Millionär. Ne? Nicht nur einfacher. Ja. Nee, das ist 7x6. Ja. Noch nicht ganz, aber. Ja, ihr habt ja ganz oft große Areale, wo ihr Stück für Stück vorgehen müsst mit Schornsteinen und was es alles so gibt, oder? Ja, klar. Es gibt halt größere Projekte auch. Da gibt es einen Longfront-Bagger mit längeren Armen. Das ist jetzt die Klasse, die für so ein Haus perfekt ist. Man sieht ja genug Kraft. Ne? Der hat unvorstellbar viel Kraft. Also das könnte jetzt fast ein Werbefilm sein für Caterpillar. Ja, ja. So, ihr seid ja mit wem zusammen? Wer ist der Lieferant? Ja, die Firma Zeppelin in Illingen. In Illingen? Genau. Zeppelin. Und die sind gut? Ja. Hey, wir haben nur Cut-Geräte. Ich glaube, es ist ja wichtig, wenn da mal irgendwas kaputt ist, dass sie schnell kommen, oder? Ja, das klappt reibungslos. Das heißt, wenn jetzt was am Bagger wäre, sind die in spätestens 2 Stunden sind die hier. Und haben auch die Möglichkeit, das natürlich vor Ort zu reparieren. Ja, die haben Werkstattautos, die komplett eingerichtet sind, die haben die wichtigsten Teile, Schlauchanschlüsse oder so, haben die alles auf dem Auto. Ja. Und eine ganz kurze. Das ist nichts kaputt, weil der ist noch relativ neu. Der ist noch kein Jahr alt, der Bagger. Wie alt ist er? Noch kein Jahr. Halbes Jahr. Ja. Preis von so einem Bagger, was kostet das? Ja, so 250.000. Und der war noch günstig, nehme ich an. Ja, der war günstig, ne, würde ich sagen. Anbaugeräte nochmal extra, ne? Okay. Ist da nur eine Schaufel dabei. Ist das genormt, so ein Anbaugerät? Ja, die Anbaugeräte passen eigentlich universal, je nachdem, was für eine Kopfplatte, auf die verschiedenen Bagger. Ja, was da interessant ist, die Steuerung, glaube ich, ist auch genormt, oder? Bei den Baggern.
ja, auch herstellerübergreifend. Teilweise vom Hersteller zu Hersteller etwas unterschiedlich. Ne? Es ist nicht immer gleich, aber ähnlich. Sehr ähnlich. Ne? Ich nehme an, es gibt auch einen Zeitpunkt, wo du sagst, es gibt einen neuen Bagger, oder? Dann irgendwann wird die Kosten für die Reparaturen zu groß. Ne? Dann sollte man dann lieber den Bagger abschließen und einen neuen holen. Ne? Die Frage, so Gewährleistung gibt es ja nicht so, oder? Wenn du sagst, 2 Jahre Garantie, der wird ja laufend benutzt. Ja, ist schon Garantie, aber halt auf Arm oder so gibt es keine Garantie. Aber die Klimaanlage. Maschinenbruchversicherung abschließen. Ja, das geht. Hast du sowas? Ja, das haben wir bei dem Bagger. Okay. Ja, meistens zahlen die nie, wenn es dann drauf ankommt. Ja, doch. Auch selbst bei Fahrfehler. Ne? Wenn die Schuld beim Baggerfahrer liegt, wird das trotzdem übernommen. Sag mal, ich habe mal im Fernsehen gesehen, da haben sie jemand verarscht, der irgendwie so in so einem Bagger fährt und da hat er das falsche Haus abgerissen angeblich. Ja, verstehen sich Spaß. Das ist euch noch nie passiert, ne? Nee, falsche Haus nicht. Also ich hoffe, dass es jetzt richtig war. Ich hoffe. Hast du einen coolen Job? Ja, der Baggerfahrer. Ja, ja, aber das hier zu koordinieren ist ja auch wichtig. Ja. Dass die Leute auch herkommen hier. Er hält den Schlauch. Moin. Name von ihm? Lukas. Der Lukas, ja, den hatten wir schon mal im Film. Der war schon mal im Video, ne? Der war schon mal mit Merlo, ne? Ja, ihr sucht ja auch so laufende Allrounder, die wirklich viel können. Der jetzt da sitzt auf dem Bagger, was hat der gemacht vorher? Stefan war immer schon Baugeräteführer. Okay. Der Baugeräteführer? Ja, Baugeräteführer. Der kann alles fahren. Alles. Das ist jetzt Walze, Radlader. Ja. Hat auch schon sehr, sehr große Bagger gefahren. Wie hat er eben gesagt, ich werde jetzt mal die Statik des Hauses schwächen. Ja, die gibt keine mehr. Ich ziehe jeden Wagen raus. Aber ich habe genau den Moment, als ich dann um den Container ging. Ja, ja. Wäre ich da 10 Sekunden zu spät gewesen, wäre es vorbei gewesen. Ja, nur noch Staub. Das ist krass, wie der mit den Balken umgeht, wie Streichhölzer, wo er denn geht. So, jetzt macht er sich ein bisschen Platz, Erdbewegung. Ja. Guck mal hier, wie so eine kleine Gabel, die er da... Ja, der hat schon Gefühl. Ne? Ja, das ist wie der verlängerte Arm. Ja, ich habe mal so Weltmeisterschaften gesehen, wo die wirklich so irgendwelche Eierbecher befüllen mit Tennisbällen. Ja, wenn Stefan ein bisschen üben würde, könnte der das auch. Warte, ich zieh mal gerade ein bisschen auf. Dass man das große Ganze auch mal sieht. Ja, das ist ja nur ein Teilbereich von euch. Was ihr recht oft macht, ist Ladenlokale entkernen. Das ist, glaube ich, ein großes Geschäft. Das machen wir auch, ne? Böden raus, Elektrik raus, Aufzüge raus, habe ich letztes Mal gesehen. Ja, ja. Teppichböden raus, die Böden schleifen. Ne? Alles, was irgendwie mit dem Rückbau zu tun hat. Ne? Und Löcher bohren neuerdings. Das heißt, Löcher ihr könnt. Betonsteine, das gehört aber auch teilweise zum Abbruch dazu. Ne? Okay. Ich hoffe, dass unser Film irgendwann mal in irgendwelchen Berufsschulen landet. Ja. Ich glaube, spätestens jetzt kann man sich vorstellen, was da für eine Kraft dahinter ist. Ja. Und warum der auch so schwer sein muss, damit er überhaupt... Ja, mit kleinem Bagger braucht man hier, also ein kleines Gerät, hier Federplatz.
Lappen hier, das Stäbchen. Ja, geht auch kleine Lappen, ne? Nee. Ach, er zieht sich jetzt selber hoch. Ja. Okay. Ich nehme an, der Schwerpunkt ist ultra tief, oder, von dem Bagger? Ja, ja. Praktisch Kontergewicht hinten. Ey, so bei ARD und ZDF würden die das ja zusammenschneiden, so auf 3 Minuten. Aber es macht irgendwie Spaß, irgendwie nicht zu cutten. Weil einen Zeitraffer können wir immer noch machen. Ja, genau. Dann kann halt jeden Moment nochmal Action geben, ne? Ja. So, wir sind im sicheren Abstand, aber ich zeig mal ganz kurz, wie der da im Berg hängt. Ey, der hängt da, der steht da wie zementiert. Ja, genau. Da merkt man halt das Gewicht, ne? So, eine ganz kurze Gedenkminute. So, als weiter. Da ist gerade ein Auto vorbeigefahren. Für alle, die denken, was hat er jetzt gemacht? Ja, er hat nur kurz Pause gemacht, damit das Auto vorbeifahren kann. So, der Kollege ist jetzt unten, jetzt ist natürlich Stopp. Was geschieht jetzt? Pause? Ja, die besprechen sich. Ich denke, das ist so die Kommunikation, da darf es auch keine Hierarchieprobleme geben, sondern ja, einer sagt dem anderen was. Wenn du jetzt hinten dran stehst, dann siehst du vielleicht irgendwas, wo du dem Baggerfahrer einen Tipp geben kannst. Das war jetzt wohl so. Also der Job hat einen... Das Bauschutt bei, dass er besser steht. Okay. Der Job hat einen Vorteil. Wenn meine Mutter früher mal sagte, geh mal in die frische Luft, das braucht ihr nicht, oder? Nee. Sauerstoff pur. Balken circa 9 Meter, denke ich. Unten war noch eine Steckdose dran. Ja, ich denke, es gibt ja viele Dinge, die so ein Haus als Haus erscheinen lassen. Unter anderem das Dach ist ja weg. Ja. Jetzt sieht es schon mal ganz anders aus. Da vorne die Front. Die Frontwand, wenn die weg ist, dann
siehst du so richtig. Genau. Es geht dem Ende zu. Ja, das sind jetzt die Deckenbalken vom ersten Stock. Menge Holz. Da ist die Frage, was mit dem Holz ist passiert. Das kann ja niemand mehr verwenden, oder? Nee, nee, das wird aber doch noch recycelt. Schreddert. Schreddert und dann. Ja. Ja, ich habe nur gehört, dass so Bauschutt, wenn der nicht sortiert ist, kostet ein Vermögen, oder? Ja, da wird schon, kann es schon sehr, sehr teuer werden. So, wenn jetzt einer bei euch anruft, sagt, ich habe ein Haus, das muss weg. Wie wird da kalkuliert bei euch? Ja, das wird oft kalkuliert, Kubikmeter umbauter Raum. Ja. Das heißt, Inhalt vom Haus und dann, je nachdem, wo das Haus ist, wie gut man beikommt, spielt immer eine Rolle. Ich nehme an, das ist so eine regionale Sache. Das macht ja jetzt für einen aus Hamburg keinen Sinn, hierher zu kommen, oder? Ja, das ist Quatsch. Jetzt für so ein Projekt. Aber wenn das größere Industrieprojekte sind, und dann gibt es schon Konkurrenz aus dem ganzen Bundesgebiet. Okay, das heißt aber auch für euch, ihr fahrt jetzt auch nicht ellenweit, sondern so das Einsatzgebiet bei euch? Ja, man kann sagen, Saarland, Pfalz. Jetzt mit dem Abbruch, mit dem Bagger, andere Bereiche, Schleifmaschine oder so, fahren wir schon mal weiter. Ne? Ludwigsburg waren wir jetzt, Kassel waren wir, ja. Neuss. Da so, geht es schon mal etwas weiter, aber jetzt hier Abbruch eigentlich Rheinland-Pfalz und Saarland. Ich habe jetzt ganz selten Stahl gesehen, da ist das erste Mal Stahl drin. Ja, das ist noch alte Leitung. Da kommen jetzt später in den Bäder, da kommen noch wahrscheinlich noch Kupfer in der Wand, Messing. Ja. Ungefähr das Baujahr? Der Kamin. Ja. Ja, das ist doch Edelstahlkamin. Ungefähr das Baujahr von dem Haus, das denkst du? Ach so. 30er, 40er Jahre. Ah, hier, der Elektrokasten. Ja, der Elektroanschluss. Hausanschluss. So, komm, wir gehen mal etwas andere Perspektive. Nee, ich will einfach nur mal in die Sonne. Es ist so kalt. Ja, ich beschwere mich ja nicht. Ich hätte was Ordentliches lernen können, da müsste ich jetzt nicht hier stehen. Da hat meine Mutter mal gesagt. Kind, das Filmen, das hat doch keine Zukunft. Ja, ich glaube schon. Ja? Ja, weiß nicht. Vielleicht doch. Aber wir sind uns ziemlich ähnlich, weil ich auch unglaublich gerne Dinge mache, die ich gerne mache, weißt du? Und das hier ist ja auch so eine Sache, wenn du morgens aufstehst und hast ein kleines Haus und du weißt anschließend, was du gemacht hast, machst du mal ein Bild für Instagram? Ja, yeah. Gibt's auch Bilder auf Facebook, auf der Internetseite. Ihr habt eine Seite? Ja, brüder-tierwald.web.de. Internetadresse. Okay. So, da kommt noch ein Auto. Lass den mal. www.gebrüder-tierwald.de. Gebrüdertheobald.de. Ja, ich kann mir vorstellen, in so einem Wohngebiet, wenn du da jetzt ein älteres Haus hast, dass da schon mal ein paar Leute stehen, oder? Die dann ja, normalerweise haben wir Zuschauer. Das hast du zu mir gesagt, man kann das nicht so gut terminieren, weil normalerweise ist ja so, wir terminieren dann Sachen. Ja, es kommt immer darauf an, wie lange die Entkernung dauert. Ja? Manchmal kommt man gut vorwärts, manchmal nicht. Und je nachdem, wenn man Fremdstoffe noch findet, die raus müssen, die man vorher nicht gesehen hat, zum Beispiel Unterbodenbelag,
Da kann die Entkernung schon mal länger dauern, wie geplant. Ne? Aber normalerweise kriegen wir das schon mal hin. So, er hat viel, unglaublich viel zu tun. Aber es ist so, die Leute machen andauernd Fotos mal zwischendurch. Auch für, ich sag mal, den Baufortschritt mal zu dokumentieren. Genau. Ne? Wobei das Bild, wenn das etwas tiefer halten würde. Das war ein Scherz. Ich habe das letzte Mal habe ich so Bilder gesehen mit meinem Sohn. Da waren so zufällige, weißt du, da war der Hund dahinter und da hatte der Mensch den Kopf von dem Hund. Ja. Kennst du die? Komm. Ich bin mal nicht so albern. Ist ja doch ein ernster Job. Ja, ein bisschen Spaß muss sein. Ah, ihr habt wirklich Spaß. Also, ey, da haben mich so viele Leute angesprochen. Es gibt eine Szene, wo ihr diesen, ich sag mal so, den einen Supermarkt platt gemacht hat und der mit dem Stripper durchgefahren ist. Und er anschließend erzählt hat, weil er ja einen Job hat, wo ihr auch schon mal abends länger arbeiten müsstet, ja, ob das auf die Beziehung geht. Ja, dann hat er gesagt, meine Frau lässt sich gerade scheiden. Ja, das stimmt. Kennst du den Film? Wolfgang. Der Wolfgang. Da steht er. Das ist der Wolfgang. Dann haben wir noch Werbung für ihn gemacht, der wäre noch frei. Ja, ja. So einen Handwerker will man ja haben. Ja, aber ich glaube, mittlerweile ist er immer frei. Ja. Dank unseres Videos. Ja, es hat funktioniert. Guck mal, wie der jetzt im Berg da steht. Das heißt, das Gewicht ist knapp über der Kette, oder? Oder ist das hinten dran? Ja, das ist hinten dran, aber umkippen, das funktioniert nicht. Ja. Sag mal, kurz zur Funktions... So austragiert, dass er nicht umkippt. Okay. Kurz zur Funktionsweise von dem Motor. Der hat einen Motor nur, nehme ich an, oder? Ja. Der macht alles. Ja, fahren. Der tut halt die Hydraulik auch antreiben. Ja. So, Balken für Balken. Ich warte ja immer noch auf den Part, wo er dann vorne die Wand mal... Ja, er tut doch Balken, also noch Holz aussortieren. Klar, weil wenn es mal zusammenfällt... Bauwerk drauf fällt und dann wird es näher schwerer. Ja. Ne? Das aussortieren. So, komm, wir gehen mal. Ich überlege gerade. So, ich hab eben einen ganz schlechten Witz gemacht. Echt? Warum? Ja. Nee, du standst mit dem Rohr so gut. Ach so. Ja, die haben wir uns alle gar schon angehört, die Witze. Die Witze, wenn du da so stehst. Nee, es gibt so ein Foto von meinem Sohn, wie er oben am Whirlpool steht und dann so einen Gartenschlauch trägt. Da hat er sich so totgelacht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe das belichtet mit einer Tausendstel. Da hast du richtig gesehen, wie das Wasser denn Stück für Stück rauskam. Ist das nicht ein toller Job, den du hast? Ja, klar. Sonst würde ich ihn nicht machen. Wenn der Job macht Spaß, abwechslungsreich, machst raus an der frischen Luft. Alter von dir? 28. 28? Ja. Das heißt, du kannst die nächsten 20 Jahre kannst du es machen? Ich hoffe doch länger. Ich hoffe doch noch ein paar Jahre länger wie 20 Jahre. Jetzt ist es ja hier für dich ist das ja Kindergeburtstag, so ein kleines Haus, oder? Ja, klar, aber wobei so ein kleines Haus kann auch ein bisschen speziell gehen. Ja. Ja, wir hatten gerade eben, wo du was gesehen hattest, was er nicht gesehen hatte, gell? Da hast du ihm genau. So einen Tipp gegeben. Ja, genau. Was war das? Er hat sich gedreht im Sinne, weil es halt ziemlich matschig ist, ist er ein bisschen abgesackt und da ist die Gefahr, dass sich mit dem Dreck hinne das Heck vom Bagger verkratzt. Okay. Das sieht er hinne nicht ohne. Und da habe ich ihm halt Bescheid gesagt, dass dummer halt alle gar ein bisschen gehseitig aufpassen. Er hat gerade eben mal die Treppe rausgeholt. Ja. Dann kommt jetzt Stück für Stück bei der Entkernung, kann man natürlich nicht alles ausbauen. Gerade die Treppe, die ist zu groß, zu schwer. Ja. Und die müssen wir ja auch teilweise noch begehen. Und dann sind so gewisse Teile bleiben drin, weil für den Bagger ist das eine Leichtigkeit, wo mir uns schwer damit tun würde. Ja, das sieht hier alles so leicht aus. Das, was da wiegt, schätze ich mal, sind bestimmt schon 5 Tonnen, oder? Ja, mit Sicherheit. Die ganzen Balken, das ist halt alles schon relativ schwer. Es geht darum, also euch das Leben so leicht wie möglich zu machen. Er hebt genau. Ja anschließend mit dem Bagger das direkt hier rein, oder? Ja, genau. So, wenn jetzt ein Balken nicht passt, dann wird er mal kurz abgeknickt. Ja, dann wird er einfach schnell durchgebrochen. Das ist dann auch kein Problem. So, er hat jetzt den Kamin, der ist aus Edelstahl. Ja.
So, das ist natürlich auch zu retten, dass der Schrotti da... Ja, genau. Das wird halt alles in Container gemacht. Kann man ja wiederverwenden, wird eingeschmolzen, gegebenenfalls. Je mehr recycelt wird, desto besser. So langsam nimmt es Gestalt an. Ja. Ich habe gerade eben, bin ich um den Container rumgegangen. Ja. 5 Sekunden später, ich hatte es drauf. Ja, ist echt? Das ganze Haus zusammengebrochen. Ja. Ich habe es komplett drauf. Dann habe ich es zusammengebrochen. Ich dachte, ah, Hans ist jetzt drauf. Ich habe es drauf, ja. Perfekt. Ich habe noch geschrien, ich habe es drauf, ich habe es drauf. Es geht oft um Sekunden, weil du ja nie weißt, wann es kommt, oder? Boah, jetzt ist noch eine große Wand. Ich warte immer noch auf die Außenwand. Das kann jetzt noch ein bisschen dauern, oder? Ja, noch am Aussortieren. Am Aussortieren. So, die Wand ist jetzt die Aufgabe, die jetzt nicht nach außen, sondern nach innen, oder? Ja, das soll eigentlich nach innen. Ja? Wäre noch ein bisschen Luft bis zum Bauzaun. Weißt du was, geh noch mal kurz hoch. Das war die Perspektive. Ah, jetzt kommt was Wichtiges. Der Kamin. Eine Zwischenwand mit Kamin. Ja, mit Kamin. Das ist ja normal so ein Bauteil, was immer stehen bleibt. Wenn irgendwie, du siehst in Amerika immer die Häuser nach dem Sturm. Eins, was steht oder nach einem Brand, ist der Kamin. Ja. Gut, da sind die Häuser ein bisschen anders wie hier. Ja, die sind meist aus Holz. Aus Holz, ja. Da habe ich gesehen, wenn es da brennt, dann geht die Feuerwehr hin, die lässt kontrolliert abbrennen, weil du es nicht mehr löschen kannst. Ja. Ja, jetzt habt ihr ja hier Glück mit dem Wasser, dass der Druck ordentlich ist. Ja gut, das ist ja an der Wasserleitung, an der Hauptleitung angeschlossen. Noch eine Treppe. Zweite Treppe. So, wenn Sie den Film sehen und sehen die Treppe, nein, die ist nicht zu verkaufen. Die ist nämlich heute Abend schon im Container. Ah ja, auch eine Tapete. Ah, der Kamin. So, jetzt gehen wir einmal kurz nach oben. Schnell, schnell, schnell. So, nichts Spannendes verpassen. Oh ja. Schon mal ein bisschen anders aus. Können wir von oben mal reingucken. So, hier hat man eine Firma, die baut neu, gell? Oder die renoviert? Ja, wir haben Abteilungen, die auch Elektro macht. Das macht ja mein Bruder. Elektro-Trockenausbau. Okay. Also wir waren nicht nur kaputt, wir waren auch teilweise neu. Ganz einfach erklärt, ich mach kaputt, Marc macht neu. Das Familienunternehmen. So, 54 Minuten, wir sind schon weit gekommen. Ja, jetzt macht er gleich vorne die Wand. Ja, er soll. Ja, ich bin so hin und her gerissen, wo ich mich jetzt hinstelle. Ach, komm, komm. Ich hoffe. Jawohl, das geht.
Ja, das ist gut hier. Ist zumindest mal sicher. Ja, Abstand reicht. Die 33. Jetzt geht die Hausnummer weg. Jetzt geht die Hausnummer weg. Ich denke, das war's doch mit der 33. Ich denke, das ist für Leute, die hier wohnen, immer extrem. Wenn du dann ein Haus hattest, was hier 100 Jahre stand, und dann auf einmal siehst du dahinter die Bäume. Ja. Aber immer wenn was Altes wegkommt, kann auch was Neues entstehen. Oft ist ja so, dass die Häuser von der Wärmedämmung her so sind, dass sie nicht mehr KfW und wie das alles heißt. Und dass die neuen Häuser doch wesentlich energieeffizienter sind. Ja, das ist natürlich heute ein ganz großes Thema. Und man sieht ja hier, da gibt es keine Dämmung oder irgendwas. Gar keine, gell? Einfach nur Putz auf dem Mauerwerk. So, jetzt haben wir gleich eine Stunde voll. Ja, im Grunde genommen haben wir ja eigentlich schon erklärt, was. Es ist ja nicht mehr so viel da. Nee, viel ist nicht mehr da. So, das heißt aber auch unten, der Sockel wird jetzt auch entfernt, ihr macht es Boden eben. Genau. Ja. Er hat noch ein Stück Holz entdeckt. Ein ganz filigraner Mensch. Die Tapete eben, die hat. Das war süß, oder? Da muss man schon ein Gefühl haben. Die Tapete runterzuholen. So, ein Stück Stein hat er erwischt. Fenstersturz. Ah ja, okay, das ist ein stabiles Element. Ja. Ja, ist doch schön hier die Plane dahin gehangen, die ich leider jetzt dauernd im Bild habe. Wie schlimm, oder? Nö. Nee. Etwas Werbung muss ja auch sein. Das stimmt. Ja, als du die Serie bei uns geordert hast, du hast schon ungefähr gewusst, was da rauskommt. Dass ja. Ja, ist ja der nächste Dings, die Brauerei, ist die schon komplett weg? Oder? Brauerei, Parkbrauerei ist schon weg. Ja. Ach, schade, da wollten wir ja hin, aber da die. Eine Maschine war kaputt. Ja, die Brechanlage. War eine Reparatur. So, da vorne ist noch ein großes Teil. So, er kann jetzt theoretisch irgendwann mal da auch reinfahren ins Haus, oder? Ja, muss erst gucken, dass er genug Baustellen im Keller hat. Das ist der Keller. Und klar, das sind die Einbrüche. Ist natürlich zu schwer, für auf den Keller, die Kellerdecke zu fahren. Das echt? Das braucht genug Bauschutt. Okay. Im Prinzip tut er den Keller jetzt verfüllen mit dem Bauschutt. Und dann kann er irgendwann drauf fahren und den Rest abreißen. Das ist noch ein großes Teil gleich. Es hat schon gewackelt. Nochmal eine Treppe. Und hinten dran hängt noch ein Elektroverteiler. Ja, das ist nochmal Stromkasten. Den Stromkasten mal kurz abgeschüttelt. Ja.
War krass wieder hier Holz auf Holz. Die Firma Hager. Lass grüßen. Ich meine, es ist schon nachvollziehbar. Du hast ja teilweise Leute auf den Baustellen, die stehen von morgens bis abends da und gucken komplett zu, oder? Weil das sieht ja, man nicht alle Tage. Das ist nicht nur. Ne? Das heißt, wenn jetzt Holz nochmal aussortiert wird, gibt es nachher noch einen Bauschutt, muss noch aussortiert werden, Kleinstücke, wo sich das nicht los, einen Bagger zu greifen. Also die kriegen schon noch Arbeit. Ne? Nur aber bis jetzt das Haus, man muss Sicherheitsabstand halten, bis das Haus jetzt mal liegt. Ist das so ähnlich wie Pause. Ne? Das ist aber auch Sicherungsposten für die Autos. Gerade jetzt noch im Dachbereich oder im vorderen Bereich die Frontwand. Und das Team spielt schon alles. Alles spielt hier schon zusammen. Ja, es gibt aber auch so, ich sag mal, Idioten, die dann teilweise das ignorieren, mit den Leuten dann ganz rüde umgehen. Ja, das aber auch. Ne? Die überhaupt nicht wissen, was sich da antun. Ne? Ja, das kann schon gefährlich werden. Ne? Aber deswegen tut ja, wenn ein Auto durchfährt, wird der Bagger immer gestoppt. Gefährliches Dach ist ja schon weg und man sieht ja, dass wir auf der Straße überhaupt keinen Bauschutt haben. So, die Mission erfüllt. Ja, so sieht's aus. Ich glaube, so das nächste T-Shirt, das ist bei mir von Cut. Ja. Es gab früher mal so eine Schuhzeit, da gab es diese Cut-Schuhe, die jeder anhatte, weißt du noch? Ja. Die gelben. Merchandising ist schon extrem. Gibt's alles, Handys. Echt? Cut-Handys? Ja, natürlich. Ich habe mal gesehen, auf der Weltmeisterschaft, da haben die vorne an dem Teil dann nochmal so eine Verlängerung dran, dass sie etwas filigraner greifen können. Ja. Und da geht es um Zeit, wo die dann irgendwas bauen müssen. Ich habe einen coolen Job, weißt du, fürs Zuschauen belohnt zu werden. Ja. Du kannst ja wirklich stundenlang zugucken hier, wenn er so drauf ist. Jetzt zieht er eine Elektroleitung raus. Guck mal hier. Das hat er jetzt extra gemacht, oder? Ja gut, die ist sonst im Weg. Ne? Wenn er sich irgendwann mal irgendwo anders bewerben sollte, ja, da kann er das Bewerbungsvideo dabei machen. Ich habe eine Stromleitung rausgezogen und eine Tapete. Aber so, die meisten Leute bei dir, ich glaube, das Thema Betriebsklima, ich war ja auch dabei, das hat viel damit zu tun, dass das Team sich absolut aufeinander verlassen kann, oder? Ja, das stimmt. Ja. So, jetzt hat er diesen... Es sieht fast aus wie so ein Stahldraht, ein Bewehrungsdraht, der außen rum lief, oder? Ja, das ist ein Bewehrungsdraht. Ja. So, die nächste Wand. Nur ganz leicht angetippt. Ja, musst du mal gucken, ne? Dass der Arm wegtritt, dass das Mauerwerk nicht auf dem Arm fällt, vielleicht die Schlauchleitungen abreißt. Ja, das hast du mir schon erzählt, so eine Schlauchleitung, die ist schon mal schnell weg, wenn man nicht aufpasst. Das kann schon mal passieren. Ne? So, im Moment kommt er noch ran. Das heißt, er muss dann wahrscheinlich im nächsten Schritt dann ins Haus rein, oder? Ja. Und erstes Bauleiter hier. Wolfgang. Ja. Wolfgang hat jetzt passt ein bisschen auf, dass nichts passiert. Ne? Weil er jetzt auch nochmal im vorderen Bereich ist mit den Deckenbalken. Da könnte natürlich die vordere Front
wie man jetzt sieht, könnte schon was auf die Straße mal fallen. Ne? So, da vorne wartet mal jemand. Jetzt darf er weiter. So, Sicherheit geht vor. Jetzt kann er weitermachen. Interessant, dass er das alles mit einem Gerät vorne drauf macht. Dass das so. Ja, das ist Sortiergreifer. Ja. Der Sortiergreifer, dass der so universell ist. Der kann den zusammen machen, da ist er unglaublich stark dann, ja, wenn er irgendwas wegschiebt. Ja, ist wahrscheinlich nichts, was man auf der Berufsschule im Buch lehrt, oder? Wie wird ein Haus abgerissen? Ja, das ist viel Erfahrung. Ne? Stefan ist schon viele, viele Jahre dabei. Das ist halt ganz wichtig. Also als Neuling könnte man jetzt sowas nicht machen. Ne? Ja, ich habe bei der Firma geübt, wenn weit und breit nichts ist. Ne? Ich habe mal Dokus für die Firma Steil gedreht, die so mit so unglaublich schweren Kränen unterwegs sind, die immer aufpassen müssen, dass sie irgendwie nicht einbrechen. Das ist immer so ein Riesenproblem, wenn die auf der Straße stehen und sich... Extremes Gewicht. Ja. Und er hat mir mal erzählt... Müssen die aufpassen. Ja. Und da kann es immer mal passieren, dass ein Dreivierteljahr später die irgendwie feststellen, dass so ein Kanal einfach durchbrochen ist, weil der mit einer Stütze... Eingestürzt, ja. Wo die dann nachgucken müssen, wer war denn wann, zu welcher Zeit da... Das heißt, du kannst in so einem Schwergerät unglaublich schnell irgendwas kaputt machen. Stimmt. Man sieht ja jetzt eine Stunde und ja, über die Hälfte ist schon weg. Ne? Oh, guck mal. Gut, das ist, wenn jetzt so tragen würdest, wäre das ja schon... Ah, hier für den großen Bagger. Oh. Ich nehme an, das war Absicht, oder? Den so mitzunehmen. Ja, ja. Das war eine dünne Wand. So, jetzt machen wir uns mal die Mühe, gehen wir von oben nochmal rein. Weil jetzt ist es doch sehr freigelegt. Aus der Sicht des Baggerfahrers. Übrigens, falls Sie in YouTube sind und es dauert Ihnen zu lang, es gibt eine Funktion. Sie können einfach die Abstiegsgeschwindigkeit auf 2, 1,75, 1,5, 1,25. Und wenn es Ihnen zu schnell geht, können Sie auch 0,5 machen. Dann haben Sie die Möglichkeit, das in 2 Stunden zu sehen oder einfach vorspulen. Aber ich könnte wetten, dass sich das viele Leute komplett angucken, denn... So von ganz vorne bis ganz hinten. Das ist was Besonderes. Ja. Ne?
Man sieht halt mal, wie so ein Abriss funktioniert. Interessant auch der Bauabschnitt hinten von dem Anbau, den man sieht. Ja. Der ist der vordere Teil. Genau. Und das geht wahrscheinlich auch, das fällt dann zusammen wie ein Kartenhaus. Ja, das geht ganz schnell. Ja. Nur einstöckig, das heißt, da hat der Bagger gar keine Probleme. Meter vor, wir wechseln einmal kurz die Perspektive. Müssen aufpassen. Hier so ganz leichte Dornen. Außenrum. Das ist übrigens der Löffel, der kleine, der noch drauf könnte. Der wahrscheinlich noch zum Einsatz kommt, der Löffel, oder? Ja, Löffel brauchen wir eigentlich nur für das Verladen. Ne? Alles abgerissen ist, alles aussortiert, Holz, Plastik, Metalle und dann kommt der Löffel zum Einsatz. So, und dann halben Meter höher. Haben wir ungefähr das, was ich wollte. Okay, du hast jetzt eben gesagt, der kann viele Maschinen fahren. Was habt ihr noch für große? Eine große Walze haben wir noch, Drescher haben wir. Drescher ist halt dafür da, da kann man den Bauschutt durchlaufen lassen und dann wird das Schotter. Praktisch die Recycle-Anlage. Radlader haben wir, ganz großer. Merlo. Genau, diesen. Also alles Maschinen, die wir für Abbruch benötigen. Das sind ganz, ganz viele. Die Planung der ganzen Sache, die machen die Frauen bei euch? Ja, das machen. Unter anderem? Frauen, Bauleiter. So jetzt hier auf der Baustelle viele Frauen habt ihr nicht, oder? Ist das noch ein Männerjob? Oder? Ja, das ist eher ein Männerjob. Ja? Das heißt aber nicht. Abbruch nicht viele Frauen. Heißt aber nicht, wenn jetzt eine Frau käme, die sagt, ich will das machen, die das kann? Ich würde das unterstützen, definitiv. Es war noch keine da. Ja, jetzt. Nee, das ist eigentlich fast eine Männerdomäne. So, liebe Frauen, wenn ihr das jetzt hier seht, ruhig mal eine Bewerbung hinschicken. Vielleicht wird ja demnächst was frei. Im Moment seid ihr voll, oder? Im Team. Ja, im Moment ist das Team voll, aber das kann sich immer ändern. Das heißt, wenn größere Projekte kommen, ich glaube, er will die Wand wegstoßen vorne. Was denkst du? Nein, der ist noch am Aussortieren. Ja, stimmt, da vorne sieht man es. Wieder ein Stück Tapete. Elektrokabel. Ah, okay, jetzt ist es im Keller gefallen. Im Keller, ja. Ja, und wer ist jetzt dafür verantwortlich, zu checken, ob der Keller trägt? Oder fährt der vor sich rein erstmal? Nee, der fährt schon irgendwann rein, aber dann ist das schon so weit verfüllt, das sieht er. So, die letzten Balken.
So, gehen wir nochmal runter. Ja. Denn ich habe so im Urin, dass wie eben mir doch. Nächster Auto. Deswegen Helmpflicht. Stark. Ja, das Haus ist weg. Fast. An meiner ein Wort. Jetzt ist, guck mal auf die Uhr. Wie lange sind wir jetzt? Wie lange sind wir jetzt dran? Jetzt sind wir seit einer Stunde 17 in Echtzeit. Ja. Eigentlich eine gute Zeit. Ja, ist auch bei so Fahrzeugen, wenn du so Geländefahrzeug mit Profis fährst und du fährst so Rampenwinkel runter, so 45 Grad und das geht und da siehst du erstmal, was der Bagger so kann. Aber der weiß ja genau, wann Feierabend ist, oder? Ja, das merkt er, Stefan. Das merkt er, Stefan. Stefan merkt das. Das wird noch ein bisschen hier verfüllt, mal hat's gehört. Ja. Also richtig spektakulär ist ja hier die Seite, wenn man so in den blauen Himmel guckt und die letzte Wand steht. So, er macht erst den Keller auf, damit er drauf fahren kann und dann noch an die Wand drankommt. Die letzte Wand, die steht, die Außenwand, rechte Seite. Es hat so eben ganz kurz ein bisschen verbrannt gerochen. Ja, ich nehme an, das war der Schornstein oder was da fiel oder was war das? Ja, das kann sein. Interessant, ich glaube links war 33, oder? Das war 33, ja. Und rechts ist 35. Doppelhaushälfte. Doppelhaushälfte. Ach, das war ein Doppelhaus. Ja. Echt? Macht jetzt der erste Keller hoch. Mach. Ja, macht jetzt der erste, da wo er jetzt gerade mit dem Greifer ist, da ist noch ein Keller drunter. Ja. Den macht er jetzt auf, tut ihn mit Bauschutt verfülle, dass er weiter vorfahren kann für den Rest vom Haus zu holen. Weil anders, da kommt er nicht richtig bei, wenn dann was unkontrolliert fallen sollte, kann er nicht mehr richtig agieren und nachgreifen. So, wenn es jetzt Leute irgendwo in Deutschland sehen, was ist das für ein Dialekt?
Saarländisch. Saarländisch. Oh, es gibt in Saarland unglaublich viele Dialekte. Es gibt nicht das Saarländische. Ja, genau. Du bist jetzt woher? Neunkirchen. Aus Neinkeier. Ja, Neinkeier, genau. Das war Saarländisch. Ja. Ich verstehe es ja mittlerweile, aber oftmals ist es so, dass wir ab und zu mal Untertitel machen müssen. Ich habe letztes Mal was auf Schwäbisch gemacht, hat wirklich einer in die Kommentare reingeschrieben, dass das nicht verstehen würde. Saarländisch versteht jeder. Jeder. Ich bin in Berlin angekommen, Bahnhof zu, bin ich angekommen und dann steigt, ich sage jetzt mal Penner, also Obdachloser, steigt aus dem Eckhof, total verkrumpelt. Ich bin morgens um 6 Uhr angekommen, war mich am Unner Halle und auf einmal macht er zu mir, ey, du kommst schon daher, wo der Heinz Becker herkommt, aus dem Saarland. Ja. Ja, Heinz Becker kennt ja jeder in Deutschland. Ja, das stimmt. Du bist der? Der Wolfgang. Der Wolfgang, ja, wir kennen dich schon aus vielen Videos. Genau, du bist der, der gesagt hat, und wie läuft es in der Familie? Meine Frau lässt gerade scheiden. Genau der, ja. Ja, die kommen und gehen im Moment. Ja, ist das so? Ja, das ist so. Muss man halt suchen, ne? So, und da ist das berühmte Dixie. Das ist das berühmte Dixie, ja. Das darf ja nicht fehlen, oder? Auf keine Baustelle. Das darf auf keiner Baustelle fehlen, ja, wenn es mal pressiert, ne? Wenn es mal pressiert. Ja. So. Komm, wir zeigen noch die Baustelle. Ja, es ist hier schön, hier zu stehen. Jetzt geht die Sonne auf, wird langsam warm. Jetzt wird's warm, jetzt wird's angenehmer, ja. Der Lukas hat halt der schlimmere Job heute Morgen gehabt am Wasserschlauch, der Grischel. Der ist immer kalt, gell? Ja. Grischel immer die Hände nass, die Handschuhe sind nass und bei der kält, ne? Ja gut, der ist ja noch der Junge, der Lukas. Das ist der Junge, ja, der können wir noch ein bisschen quälen, ja. So, jetzt gehen wir ein Stück vor. Gucken wir nochmal rein. Offener Blick. Überhaupt eine offene Blickachse jetzt. Jetzt macht er sich ein bisschen Platz hier. Ich zeige das mal gar nicht, dass er gleich reinfahren kann. Hier vorne die Wand ist schon weg. Aber es wird noch spannend, wenn der Bagger nämlich gleich im Haus steht. Er hat eben gesagt, er macht den Keller auf, damit er ihn verfüllen kann. So. Haben Sie das gesehen? Das war eben das Gestrüpp, was mir die ganzen Beine aufgerissen hat. Das hat er mal eben wegge. Ich freue mich auch zu Hause. Gut, der Rasen vielleicht ein bisschen defekt danach. So, die Firma Ölschneider liefert schon Heizöl jetzt. Ja. So. Ach so, Heizöl heißt, das heißt, ihr kriegt jetzt Diesel. Diesel, genau. Nachtanken. Ja. So, das ist so, Baustellenbetankung ist ja auch ein Thema. Das heißt, ihr habt ja nicht die Möglichkeit, jetzt zur nächsten Tankstelle zu fahren mit dem Ding. Nee, das wäre eher schlecht. Da kennt man, glaube ich, ein bisschen Stress mit der Stadt. Überhaupt ist so der Flurschaden, den sowas anrichten kann auf einer Straße, schon enorm, oder? Ja, das geht nicht. Auf die Straße geht mit denen Kette nicht. Da muss man Gummikette haben. Gibt es aber für die großen Bagger da nicht. Ja? So, das heißt also... Straßenradbagger. Ist es Laden? Wie läuft das, wenn du jetzt hier so ein Auto hast? Ja, da kommt der LKW bei Gefahr. Der lädt dann hier vom Grundstück aus. Ja? Fährt bei der LKW. Das ist kein Problem. So, ist aber nichts, was... So locker leicht mal so 300 Liter Diesel rein. Okay. Ja? Das nennt sich Baustellenbetankung, nehme ich an, oder? Das ist Baustellenbetankung, okay. So, ich ziehe mal gerade ein bisschen auf, dann sehen wir ein bisschen mehr. Oh ja, ich gehe mal aus dem Weg, ich bin etwas schwächer. Achso, die Maschine wird auch voll getankt. Ja, der Radlader wird auch gerade getankt.
Hallo, morgen. Du meine Helm an. Ah, jetzt zieht er einen Helm an, wo das Fernsehen da ist. Ja. nur fürs Fernsehen, sagt er. Ja, ist das schön hier, Baustellenbetankung, macht das Spaß? Ja, selbstverständlich. Und hier, die Leute sind nett bei Theobald? Ja, natürlich. Wir fahren hier schon lange, finde ich ja. Lange schon fahrt ihr? Ja, ja. Der Stammfirma, wenn es um Diesel geht. Ölschneider, das ist ja auch der dann im Prinzip ist der Name Programm, oder? Ja, genau. So, jetzt gehe ich mal mit. Das muss ich ja mal zeigen. Warte, warte. Ja, ich warte. Ja, die Schuhe, die kommen in die Waschmaschine. Ja, die. Ich hab's schon vermutet übrigens. Schuhe drin stoppen. Du hast immer die falschen Schuhe an. Ja, nee, ich wollte andere Schuhe mitnehmen, aber ich dachte mir, naja, es hat nicht geregnet, da kommt der mit dem Schlauch. Nächstes Mal musst du Sicherheitsschuhe an. Ja, das stimmt, ja. Sorry. Ja, ich gehe nur um Gas hier. Ja, ich kenne das normalerweise nur, wenn der Heizöltank befüllt wird, aber Baustellenbetankung ist auch wichtig, oder? Ja, selbstverständlich. Die Baumaschinen müssen ja auch mit Diesel betankt werden. Ohne die Kettenfahrzeuge dürfen nicht auf die Straße. Deswegen kommt der Tankwagen und befüllt die Tanks der Firma Theobald. Und das ist dein Job jeden Tag? Ja, jeden Tag. Winter, Sommer? Winter, Sommer, rund um die Uhr. Das heißt aber auch, dass du die Leute kennst oder schon? Ja, sicher. Man kennt sich natürlich im Laufe der Zeit und man hilft sich auch gegenseitig. So, wenn mal leer ist. Ich nehme an, du hast auch eine Tankanzeige, oder, bei dir? Ich habe eine Tankanzeige. Eine Tankanzeige. Wenn du da so schräg stehst ab und zu, ist sie nicht so genau, oder? Das variiert. Das variiert. Aber du machst das so lange, du weißt das schon, oder? Ja gut, was heißt, ich weiß das. Wenn der Tank leer ist, ist er leer. Ne? Dann steht sie. Dann stehe ich. Wenn der Tank leer ist, ist er leer. 300 Liter, was geht da rein? 350 bis 400. 350 bis 400 Liter. Ja, ich habe einen großen LKW, der hat einen 300-Liter-Tank. Okay. Aber das hier ist auch ein großer LKW. Das heißt, der verbraucht auch am Tag. Ist das so schon mal weg, 300 Liter? Das variiert auch, je nach Arbeit, was ich mit dem Bagger mache. Ja. Fahren ist ganz schlecht mit dem Kettenbagger, dann verbraucht er am meisten. Ja. Oder Erdbau. Ja. Okay. Was da, das geht jetzt. Was braucht der da? Bei einer vollen Schicht so 200 Liter am Tag. 200 Liter am Tag. Jetzt ist er voll. Es geht unglaublich schnell, wenn jetzt hier die Dienstleister kommen, ruckzuck, ist der Tank wieder voll, er fährt wieder. Ja, der, klar. Der Container wird ausgewechselt, ruckzuck. Das Ganze muss ja wirtschaftlich bleiben, ne? Ja. Man investiert ja in einen Maschinenpark, um eine Schnelligkeit zu erreichen, ne? Also wir haben keine Zeit für da Zeit tot zu machen. So, die Auslastung ist ja herrlich für jeden Planer, wenn die Maschine rund um die Uhr läuft. Hier vorne sieht man auch mal so das Detail, was ich eben mal zeigen wollte. Das ist so der Schutz. Nochmal mit dem Gitter, was vorne dran ist. Der guckt da hinten die Brotdose. Der guckt da hinten die Brotdose. Das sind so die Berge, wenn man so daneben steht. Ich bin so da rund 1,80 Meter und. Also schön war gerade eben das Detail mit der, da war so ein Stück Papier, was du rausgezogen hast, eine Tapete. Das weiß ich gar nicht mehr. Das war Müll, ne? ja, gut, Müll hat nichts beim Holz zu suchen, ne? Okay, klasse. Wir trennen so gut, wie es geht, ne? Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch, du bist ja nicht ganz fertig. Was ist jetzt das Nächste, was du machst? Das Nächste ist die Kelleröffnung. Der Keller wird dann verfüllt, ja. Damit ich ihn befahren kann, ne? Damit ich weiter vorkomme. Okay. Weil im Moment, das wäre zu riskant. Ich könnte im Moment nicht einschätzen und auch nicht dagegen arbeiten, dass die Fassade nach außen fällt. Okay, das heißt, die soll nach innen fallen? Die muss nach innen fallen. Die muss nach innen fallen. Jetzt die Frage, die wir uns eben gestellt haben, wie du weißt, dass der Keller voll ist. Was ist das Gefühl? Ja gut, ich öffne die Decke, schmeiße einen Bauschutt rein und wenn er voll ist, ist er voll. Ne? Wie weiß man, ob ein Glas voll ist? Ja klar, weil es könnte ja jetzt so an der Seite noch so eine Stelle sein, die nicht ganz voll ist, die du nicht siehst vielleicht direkt. Gibt's nicht. Nee. Dann habe ich ja Ketten, ich habe keine Reifen, keine Räder und da ist ja die Lastverteilung auch gegeben. Ist auch da. Besser wie bei den Okay, ich halte dich nur auf, sehe schon. Vielen Dank.
Es geht weiter. Ich überlege gerade, wo ich mich jetzt hier hinstelle. Am besten gehe ich mal hier hoch. Das ist übrigens so, wenn der Bagger fährt. Und hier hat man die... So, jetzt gehe ich mal einen Schritt hoch. Gerade hier hoch. Leichte Mutterboden-Erdbewegung. Und da steht der Bagger. Am heutigen 15. April 2021. Ja, für alle, die zugucken, wir haben ein Haus abgerissen. Und das Ganze gibt es nochmal auf YouTube in voller Länge. Von der Begehung des Hauses bis hin zum Endzustand, nämlich dass das Haus ebenerdig wird, beziehungsweise kurz davor. Und wir filmen in Ludweiler, das ist ein Ortsteil von Völklingen, eine Stadt im Saarland. Der räumt jetzt mal auf, Holz zu Holz. Und ich denke, wenn er da gleich rüberfährt, dann ist das dem Erdboden gleich. Ja, jetzt wird der Keller geöffnet. Alles drin. Oh ja,
Wieder mal ein Stück Holz. Elektro. Der Chef kommt nochmal. Guten Morgen. Guten Morgen. 1:37. Ja. Ja, muss ich jetzt erstmal Platz machen, dass er da reinpasst. Ich habe das eben nicht so ganz verstanden. Ich dachte, da wäre schon was im Keller drin. Aber jetzt hat er erst den Keller aufgemacht, gell? Ja. Weil ich ihn eben gefragt habe, dummerweise, ja, wie er denn feststellt, dass der Keller voll ist, hat er gesagt, ja, wenn ein Glas Wasser voll ist, sieht man es ja auch. Aber ich habe es halt nicht gesehen, ja, weil ich dachte, das fällt dann irgendwie in irgendwelche Ritzen rein. Sondern der nimmt die ganz weg, die Decke, oder? Im Prinzip hat er die Decke zerstört. Müllsortiergreifer und jetzt kommt der Bauschutt rein. Er hat's echt drauf. Ja. Aber wo wir ab und zu mal so einen Spaß machen, er ist eher so, er hat eben eine coole Antwort gegeben, hat gesagt, wir haben eine Maschine, die ist teuer, wir sind ja nicht, um hier irgendwie rumzustehen, sondern das muss effektiv funktionieren. Ja gut, Geld verdient werden muss trotzdem, ne? Ja. Ist klar. Nee, das war jetzt hier mit Öl, weil ich hier den Ölschneider gelobt habe. Der kommt, ruckzuck sind die Maschinen beladen. Ja. Das geht alles wie so ein Uhrwerk. Ja, das ist alles schon vorbestellt und klappt immer Hand in Hand. So soll es eigentlich sein. So, ich habe eine schlechte Nachricht. Wir können noch ungefähr 1 Stunde filmen. Ja, ich denke, so lang brauchen wir nicht. Das heißt, wenn er jetzt im Keller mal drin ist, geht das mit der Wand hinten ganz schnell. Also ich habe noch mehr Akkus dabei, dann müssen wir mal einen Break machen. Ja, vielen Dank nochmal an die Firma Sony, die mir kein Geld dafür bezahlt. Aber die Kamera muss man echt mal loben, weil mich immer wieder viele Leute fragen, mit was ich denn filme. Ja, es ist eine Alpha 6600. Und die gibt es seit über einem Jahr. Und mit der kann man wirklich am Stück 3 Stunden filmen in 4K. Und das ist eine Revolution. Das ging vorher immer nur eine halbe Stunde. Ja. Ja, jedes Mal Break, halbe Stunde. Und dann, wenn das Ding ausmachst, ist gerade die wichtige, weißt du, fällt gerade die Wand zusammen. Ich muss der Akku wechseln. Ja, das kann natürlich sein, ne? Aber ich mache euch noch eine Liste rein mit dem ganzen Equipment, was ich hier verwende. Cool. Also, jetzt wird das mal etwas verdichtet.
Ja gut, das macht ja auch Sinn. Also hier bei dem Schutt, der Schutt ist ja super, um den zu verfüllen, den Keller. Ich nehme an, es geht auch um die Sicherheit, wenn hier einer auf die Baustelle unerlaubterweise drauf geht. Ja, klar. Das heißt, der wird auch vom Abriss, es geht jetzt heute so lang, bis die Baustelle wirklich sicher ist. Aber es ist ja mit Bauzaun abgesperrt. Okay. Aber trotzdem wird die Baustelle so verlassen heute Abend, dass nichts passieren kann. Also Kinder, wenn ihr das seht, nicht auf Baustellen gehen. Das ist wirklich ein guter Tipp, oder? Ja, Abrissbaustellen sind schon etwas gefährlich. Auch interessant ist, dass er so einen Swing drauf hat immer. Dass er genau weiß, er macht das schon so lange, oder? Ja. Ja, bestimmt schon fast 20 Jahre. Sieht doch so jung aus. Das ist nichts, was man so lernen kann, wo es eine Schule gibt, sondern das ist Learning by Doing so ein bisschen. Und Talent, oder? Ja, Talent muss man schon haben zu Baggerfahren. Guck mal, wie der. Hast du gesehen? Ja. Das ist wie so jetzt im Winterberg, wenn jetzt so der OP-Mann kommt und durch so ein winziges Löchlein. OP am offenen Herzen nur etwas größer. So, jetzt wird der Schutt mal eben. Was genial war, er hat mal gerade eben hier die Pflanzen weggedrückt. Und ich habe ja auch, weißt du, ich habe so eine Dornenecke, wo ich schon überlegt habe, ihr könntet mal kommen. Ihr bräuchtet dafür 10 Sekunden, da wäre die weg. Ja, ja. Dann hat die eben mal weggedrückt. Dann ist der Aufwand etwas zu groß. Ne? Ja, hast ja recht. Außerdem wäre ja anschließend der Flurschaden. Der wäre wahrscheinlich größer wie die Ecke. Jetzt siehst du mal, wie hoch das Haus vorher war. Im Vergleich zu. Ah, der kennt ja nichts hier. Die Wand eben, die sah so stabil aus. Ja, nee. Bei dem Bagger gibt es nichts mehr Stabiles. Wenn sich jemand mal auf diesen Job hier Kameramann bewerben will, spätestens jetzt wird klar, Einstellungstest ist Kamera halten 2 Stunden. Und ich kann euch eins sagen, auch 800 Gramm werden irgendwann schwer. Ja. Aber das ist, glaube ich, gleich so weiter. Fährt kleiner. Ist aber nichts zu dem, was ihr macht, teilweise mit irgendwelchen Abbruchhämmern den ganzen Tag, oder? Ja, es gibt auch Handarbeit. Ne? Dann manchmal, dass man so ein Haus muss auch teilweise von Hand abreißen. Das ist eine coole Technik hier mit dem, dass er sich vorne abstürzt. Ich nehme mal an, das ist jetzt kein Zufall, sondern die Maschinen sind dafür ausgelegt, dass sie genau das können, oder? Ja, ja. Jetzt kommt der Stahl erstmal weg. Der Keller hat Betondeckel. Ey, mit welcher Leichtigkeit? Überleg mal. Ja. Ein Glück, dass es nicht regnet. Weißt du, wir hätten es nicht drehen können im Regen. Ja, Wetter perfekt heute. Es war die ganze Zeit grau und grau. Also es war wirklich. Ja, Wetter war für heute so bestellt. Danke. Ich habe das Gefühl, dass die Maschinen viel leiser geworden sind, oder? Ja, die waren früher viel, viel lauter.
stimmt schon. Wenn du da wahrscheinlich hin das Ding wegmachen würdest. Das System ist viel passiert. Ja. Ja, es war ja früher so. Achso, halt der Blue. Früher war ja so, wenn so die Maschinen angegangen sind, da habe ich so Filme gesehen aus Russland, aus YouTube, wenn die gestartet haben. Ja. Da war erstmal der ganze Ort war vernebelt. Riese Wolke aus dem Auspuff. Ach, ist ja gar nicht mehr. Nee, das gibt es nicht mehr. Also die Motoren haben heute die neueste Technologie, die auf dem Markt ist. Wieder Holz. Er macht das schon wirklich gut. Das heißt, wenn Holz da ist, er hat mir eben gesagt, das Holz hat hier nichts zu suchen. Das muss aussortiert werden. Ja, komplett. Alles, was halt nicht in den Bauschutt gehört. Ja. Das ist die Recycling. Recycling halt nicht möglich. Die Treppe. Ja, ich habe mal so Filme gesehen von so Baggern, die gibt es ja schon ewig, seit ich glaube 20er Jahren gibt es schon Bagger, da damals mit Dampfantrieb. Jetzt ist er drin. Jetzt ist er drin. Wie krass. So, wir könnten die Position nochmal wechseln, oder? Was denkst du? Jetzt ist auch der Weg ein bisschen freier. Der Stapel wird immer... Ja, das ist doch mal ein Stapel hier, oder? Ja. Der Container ist schnell voll. So, ich gehe mal auf die andere Seite. So, von der Seite haben wir jetzt gar nicht so viel gesehen, aber von oben haben wir gesehen, Keller wird langsam voll. Letzte Wand fällt, wie wir erfahren haben, die soll ja nach innen fallen, wie so ein Kartenhaus. Boah, ich freue mich so auf den Sommer, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das war jetzt hier mit dem Winter, das wird, Zeit, ne? wird echt Zeit. Das Schlimme ist weniger so, dass es kalt ist, das stört mich nicht. Dauernd so grau, weißt du, dann nachmittags um 3:30 dunkel oder um 3 schon. Jetzt kommen noch ein paar Bällchen raus. Was hat er da? Eine Heizung, oder? Ein Ofen. Ja, ein alter Ofen. Das ist natürlich auch blöd für euch teilweise, wenn ihr dann so reinkommt in den Keller und der ganze Keller ist voll mit irgendwas. Ja, das muss alles ausgeräumt werden vorher. Sieht ja. 40 Kubikmeter Müllcontainer. Voll. Voll. Ja, gucken wir uns das mal von oben an. Hier haben wir ja, das nehmen wir auf jeden Fall mit, oder? Ja, wir haben nur 38% Akku, also die haben hier den schwersten Job. Ja, der Lukas wartet jetzt nochmal. Das aber jetzt die Ausnahme. Staub gibt und dann gibt es nochmal Wasser.
den Lukas schon arbeiten sehen. Auf Film. Ja, ja. Als Beweis. Ja, ist aber cool, dass sie wirklich alles können. Also ich habe das ja gesehen beim Abriss dann in den Läden drin, wo ja dann der eine macht das, der andere macht das. Ja, das sind schon Allrounder. Cool ist die Maschinen, die ihr habt, um so Stahlträger durchzuschneiden. Das ist bei dem Aufzug, da war so einer dran, der hat ihn mal eben durchgeschnitten. Ja, ja, das war ein Säbelsäge, ne? Es tut einem teilweise ja schon leid. Ja, der Aufzug, der sah ja neu aus, hat vielleicht einige hunderttausend Euro gekostet. Ja, da darf man sich keine Gedanken drüber machen. Ist weg. Ladenrückbau, ja, das kann passieren, geht ein Geschäft rein, ein anderes raus. Und das ist schon manchmal... Sind das Sachen, die in den Müll wandern. Wo du denkst? Unglaublich, ne? Ja. Ja, ganz krass sind so praktisch Elektroinstallationen, weil die werden ja auch komplett zurückgebaut. Zurückgebaut, weil das halt für die neuen Mieter so nicht mehr passt. Die Beleuchtung wird anders, die brauchen an anderen Orten Steckdosen. Die Kasse hat vielleicht ein anderer, wo die Netzwerkkabel hingezogen werden. Andere Positionen wie früher, kommt immer drauf an. So, jetzt überlege ich mir gerade, wo ich mich hinstelle, wo jetzt die beste Position ist, aber ich nehme mal an, so wie er sortiert, wird es noch ein bisschen dauern, ne? Ja, das kann aber jetzt auch ganz schnell gehen. Ich will ja meine... Oh ja, das war eine etwas größere Wand. Ich spritze da nochmal drauf. Nee, es geht nur darum, der hat nämlich viel Akku und nur das Verdiener vielleicht nicht getroffen. Ja, okay. Und was sagt er? Ja, er macht jetzt noch etwas eben, noch etwas verdichten und dann fährt er vor. Und dann die letzte Wandgeschichte. Cool, dann stellen wir uns ja doch hier hin. Ja, es ist ja immer so eine Story hinter dem Haus. Da waren vielleicht Leute, sind da geboren, da gab es dann vielleicht noch Hochzeit drin. Ja, gibt es viele Geschichten mit Sicherheit, die das Haus erzählen könnte. Aber Zeit ist halt vorbei für das Haus, ne? Außerdem ist die Sicht jetzt wie schön auf die Bäume. Ja, ja. Ich glaube, das ist so für so Leute gegenüberliegen. Dann teilweise, bis das neue Haus kommt, die freuen sich dann. Endlich kann ich mal rausgucken. Ja, es ist mit Sicherheit nicht immer leicht, wenn Nachbarn vielleicht dann immer da sind, ja. Ne, das Haus immer da ist. Aber es ist halt so, der Lauf der Zeit. Der letzte fährt noch durch. Und das da ist ja mal eine deutliche Position, oder? Ja. Die er jetzt innehat. Sie wackelt.
Das ist natürlich absolut bewegend, wenn du gleich den Bagger sehen kannst. Wir wechseln mal leicht die Position. Die Hausnummer 35, da steht sie. Oh, 35, dann war's das. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, das war's. Jetzt sind Feinarbeiten. Hinten noch die. Ah ja, das. Ja, da kann man Container noch ein bisschen drücken. Ich bin immer der bei uns in den Container krabbeln muss. Die Azubis machen das nicht. Ich bin auch der Schwerste. Ja, cool. Komm, wir zeigen es nochmal von der Seite. Jetzt halt ungeheuer viel Sortierarbeit noch. Wieder mal ein Qualitätsprodukt von der Firma Theobald. Ja, hat funktioniert. Hat funktioniert. Komm, wir haben noch ein bisschen. Also wenn Sie mal, egal was Sie abreißen wollen, bis zur Sprenggröße macht ihr alles, oder? Ja. Aber selbst das, da könnt ihr vermitteln. Für alles irgendein Mittel. So, da vorne hast du deinen. Ja, ist auch eben passiert, weil wir nämlich gerade eben dachten, da wird nie was auf die Straße fallen. Ein kleines Stück ist dann gekommen, ihr habt Abstand gehalten. Ja. Und das hat den Bauzaun ein bisschen verschoben. Ja. Das ist schon ernst zu nehmen. Aber das ist. Harmlos. Eigentlich nichts passiert. Genau, harmlos. So, wir sind bei Gebrüder Theobald GmbH, ein Meisterbetrieb in der Fennerstraße, in Saarbrücken. Fennerstraße, stimmt? Fennerstraße 60C, genau. Genau, so, ihr wart ja vorhin mal woanders, aber ihr seid ja schon ewig in der Fennerstraße. Trotzdem landen ab und zu mal Leute oben. In der Fennerstraße Burbach, genau. So, ja, gibt's halt. So, und wir sind heute in Ludweiler, ein Ortsteil von Völklingen, genau. Und ja, haben es gepackt. Ja, wir haben es gepackt. Ne? Haus ist weg, genauso wie geplant. Und Zeit absolut okay. So, ich stelle dich mal ganz Licht, warte mal gerade. Zieh dich mal ein bisschen auf, dass wir dich mal ein bisschen größer sehen. Die Kollegen sind noch da. Ja, erstmal vielen Dank. So, der Kollege sitzt noch am Bagger. Bei dir. Ja, ich danke dir auch. Ich muss jetzt erstmal meinen Arm ein bisschen ausschütteln nach zwei. Genau. Warte mal, ich gucke mal auf die Uhr. 1:59:50. Fast zwei Stunden. Jetzt haben wir gerade die 2 Stunden überschritten. In 2 Stunden haben wir es platt gemacht. Ja. Gute Arbeit, ja? Ja, würde ich auch sagen. Hat alles gut geklappt. Ja, ist ab und zu mal so, wo du wirklich denkst, dass so der Verkehr, den du stoppst, die werden ein bisschen sauer oder so. Es kommt ab und zu vor. Nö, bis jetzt nicht. Die Leute halten sich dran. Nö. Alles gut gelaufen heute. Nichts passiert. Okay, so, ein letzter Blick. Noch einmal hier und weg ist es. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal bei Gebrüder Theobald. Wir machen was kaputt. Tschüss.